Schon seit 1950 gibt es die Ausstellungsreihe Kunst Reutlingen. Heute gilt sie laut dem Kunstmuseum als eine bedeutende Konstante im Kulturleben von Stadt und Landkreis. Das Besondere, die Ausstellung legt den Fokus nicht auf ein bestimmtes Thema, sondern bietet einen Überblick über die aktuellen Projekte der hier lebenden und arbeitenden Künstler. Am Samstag ging in den Reutlinger Wandelhallen eine neue Ausgabe der Ausstellungsreihe an den Start und wir haben uns bereits vor der Eröffnung dort für Sie einmal umgeschaut. Zeitgenössische Kunst in ihrer ganzen Vielfalt, das gibt es derzeit in den Reutlinger Wandelhallen zu sehen. Die Ausstellung Kunst Reutlingen zeigt 71 Arbeiten von 56 kunstschaffenden Männern und Frauen aus Stadt und Landkreis Reutlingen. 140 Künstler hatten sich beworben und zwischen Juli und September jeweils zwei aktuelle Werke eingereicht. Der Fantasie waren dabei keine Grenzen gesetzt. Also so, das ist das ganz Schöne daran, dass man nicht dieses Thema hat, sondern auch als Besucher um jede Ecke kann was Neues lauern sozusagen und man kann was Neues entdecken. Zu entdecken gibt es einiges, vom auf den Boden verstreuten Weihnachtsplätzchen bis hin zu Libellenskulpturen. Von klar erkennbaren Motiven wie bei dieser Landschaftsdarstellung bis hin zu eher abstrakten Gemälden. Große raumgreifende Installationen sind ebenfalls zu finden. Man kann das Ganze, was wir hier machen, mit ganz vielen Worten bezeichnen. Das Schaufenster der Region, eine Leistungsschau, ein großes Zwei-Jahrestreffen der Reutlinger Künstlerinnen und Künstler. Es ist eben das. Sie sehen hier, wenn Sie in die Ausstellung kommen, das, was in den letzten zwei Jahren von Künstlerinnen und Künstlern in Reutlingen und im Landkreis gemacht wurde. Eine Jury aus externen Kunstkennern entschied zusammen mit den beiden Kuratoren, welche Werke den Weg in die Ausstellung fanden. Dabei haben so manche Werke bei den Kuratoren einen besonderen Eindruck hinterlassen. Ja, ein Werk sticht besonders raus, weil ich das in der Form jetzt noch nicht gesehen habe. Und das ist das Würfelspiel von Ute Dietz, weil sie dort ein Gedicht von Mascha Kaleko verarbeitet hat, indem sie es auf Würfel graviert hat, also einzelne Phrasen und Worte auf diese Würfel, die man dann würfeln kann. Also so dieses Zufallsprinzip. Und das Gedicht geht auch um ein ernstes Thema, um die Rolle der Frau in der Kultur. Ich freue mich über die Arbeit von Melanie Schneider, die Fotografien zeigt. Sie hat selber gesagt, ich bin doch gar keine Künstlerin, ich möchte aber teilnehmen, darf ich das? Und sie hat Bilder mitgebracht, die auf ihren Reisen entstanden sind nach Tokio und Paris und daneben Fotografien von Reutlingen, wo man immer nicht genau weiß, wo man sich befindet und Reutlingen auf einmal ganz global und urban aussieht. Das hat mich beeindruckt. Die Ausstellung in den Wandelhallen in Reutlingen ist noch bis zum 6. Januar des kommenden Jahres zu sehen.